Hallo und herzlich willkommen zurück zum Wir duschen alle nackt vor der Kamera Simulator 2016. Wir haben heute ganze $66 in der Tasche und wie man sieht, ich fasse den Controller gerade nicht an. Mein Auswahlding bewegt sich von selber. Und ich sehe auch gerade, auf den Analogstick ist es im Normalfall so, ist das so ein bisschen geriffelt. Ich weiß nicht, da sind so ein paar, da ist ein Profil drauf. Das Profil ist fast weg. Ich rutsche hier auch voll leicht von... Hör auf, dich zu! Danke, bewegen. Okay, wunderbar. Wir sind heute hier beim Super-Milchschnittentag, also der SM-Tag, auch genannt der Sims-Mittwoch, natürlich. Und heute möchten wir uns mit der lieben, wie heißt sie, Martha nochmal doppelt anfreunden. Wenn ihr wisst, was ich meine. Was? Ich habe keine Ahnung, was ich selber meine. Wir wollen uns noch mit ihr anfreunden und dann wollen wir uns von hier verpinkeln. Ich glaube, also ich bin mir gerade noch nicht ganz sicher, haben wir den ersten Bus zur Arbeit verpasst, absichtlich oder eher nicht? Auf jeden Fall haben wir das hier fertig gemalt, deswegen gehen wir mal dahin. Moment, wo waren wir denn beim letzten Mal stehen geblieben? Ich glaube, der ist gerade am Computer zocken. Ne? Ja, ja, mach das mal zu Ende. Mach das mal zu Ende. Oder hör auf, ist... Ja! Mach doch, was du willst! Verdammt nochmal! Ist die Martha jetzt wach? Wow, $6! Alter. Ich, nee, weißt du, was ich jetzt am besten schlafen? Denn dieser Spaß da, der ist auch am Pennen. Wie lange muss denn der noch pennen? Nicht, och, dann schon wieder die Hälfte voll! Der Typ geht mir so auf die Eier! Verdammt nochmal! Der pennt nie, wenn wir pennen! Das ist in Sims 3 voll geil gemacht. Da wartet die ganze Familie, bis du pennen gehst. Das ist nur aus dem Grund doof, weil sie nicht pennen gehen, wenn du nicht pennst. Das heißt, wenn sie mal auf die Idee gehen, super müde ins Swimmingpool zu gehen, dann saufen die verdammt normal ab. Einfach so. Oder wenn sie ein paar Würstchen grillen wollen, dann legen sie die auf den Würstchengrill und pinnen dann ein und dann fackelt alles ab. Wunderbar. Wunderbärchen. Ich habe übrigens in letzter Zeit wirklich sehr viel Freude an diesem Sims 3 gefunden. Ich habe mir jetzt dieses Insel-DLC-Dingensens da installiert. Ihr habt doch letztes Mal sehr schön mit mir in den Kommentaren diskutiert. Es waren nicht zu viele, aber diejenigen, die was geschrieben haben, die haben was Vernünftiges geschrieben. Was ist das? Muskeln bewundern. Ja, ich bin leider gerade am Pennen. Das schaffe ich eh nicht rechtzeitig, da aufzustehen. Und da hatte ich noch eine kleine Sache, die mich eigentlich an Sims 3 gestört hat. Nämlich an dem Inselgedönse, Inselspaß, irgendwie was, Add-on. Da gibt es einen gewissen Fehler. Nämlich freeze das Game ganz gerne und fängt irgendwann richtig krass an zu laggen. Weil es dort ein paar Features gibt, nämlich erstmal ist das Ding riesig groß, das heißt, die Leute, was passiert hier, Muskeln, ja klar, warum nicht, oder deswegen nicht, weil sie aufhört, okay. So, also, ganz schnell duschen, bevor ich jetzt hier weiter rede, ich mache jetzt erstmal jeden Tagesplan, ne, damit wir auch diesmal wirklich befördert werden und aus dieser Drecksbude rauskommen. Vielleicht, ich höre hier gerade Störgeräusche, gehen wir doch mal den Störgeräuschen entgegen, nicht den Störgeräuschen. Es tut mir leid. Kann ich jetzt mittlerweile ein paar bessere Sachen bei dir machen? Also ich kann auf jeden Fall den Rücken tanzen. Kompliment machen wäre vielleicht besser gewesen. Kompliment machen. Martha. Rücken kraulen. Martha. Martha, ich möchte ein Ständchen, klar, ein Ständchen singen. Wir sind doch wunderbar. Duschen schon wieder nackt. Ach so, das Ding füllt die Hygieneanzeige gar nicht komplett auf. Ja, wir hätten hier wirklich mal ein bisschen aufrüsten sollen, ne? Jetzt... Was ist jetzt mit dem ganzen Zeug passiert? Flirten? Ja, klar! Ja, klar! Warum nicht? Jaui! Das kam von ihr, nicht von mir! Kommt das von ihr? Oder auch nicht? Ah, das war Ständchen singen. Warum sieht die von hinten... Warum sieht das Modell von der vom Gesicht so ganz mega krass bescheuert aus? Ich weiß nicht. Oh, wie toll! Oh, ja! Oh, sie hatte sich in uns verknallt! Wunderbar, aber tanzen möchte sie nicht. Oh, ich liebe dich so sehr. Wollen wir tanzen? Nein, fick dich, Nico. Fick dich. Ey, was soll der Scheiß hier? Ich bin nicht in Stimmung, alles klar. Was ist denn jetzt mit dir los? Und, ja, so viel. So viel dazu. Mega Erfolg. Junge. Die ist im Großteil ist die voll arschig. Ich glaube, alles, was mit Witz zu tun hat, ist nix für die. Gar nichts. Weil die hat, glaube ich, keinen Humor. Das ist höchstwahrscheinlich. Okay, alles klar. Ja, wir haben wieder einen Familienfreund gewonnen. Wunderbar, jetzt sind wir genau da, wo wir vor einer Stunde waren. Also Ingame-Stunde. Ne? Witz machen? Nein, um Gottes Willen. Was? Was war das jetzt? Was?
wird gerade in den Schwitzkasten genommen. Ich hab's nicht gesehen. Ich dachte, die spielen hier Angriff der Affen oder wie das heißt. Na, ich weiß doch auch nicht. Das, die haben Affengeräusche gemacht und ja, ja, Affengeräusche. Da war was, ne? Genau, gehen wir erstmal was essen. Das ist ein Good Call hier. Ein Good Call. Wir wollen ja hier auch mal irgendwann rausgehen. Gönn dir, Junge. Gönn dir auch im Stehen. Ist alles gut. Wenn wir diesmal nicht befördert werden, ne? Ich krieg die Krise. Und wenn fucking Max diesmal wieder nicht zur Arbeit geht. Wir brauchen Geld. Ich habe eure Drecksbude hier aufgerüstet und hab kein Geld mehr und ihr geht nicht zur Arbeit. Was soll denn das? Wie soll ich niemals neues Geld kriegen? Niemals kriegst du ein neues Geld. Kannst du den Teller jetzt endlich mal aufessen? Wir haben auch nicht unendlich Zeit, ja? Genau, räum erstmal alles auf. So viel zu, wir haben nicht unendlich Zeit. Alles gut, ja. Ja, und jetzt kommen hier diese Freezes, genau wie in die Sims 3. Das Ding ist ja immer noch nicht repariert. Verdammt nochmal, Max. Willst du mich eigentlich verarschen? Ja, ich stand davor. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Ich stand davor. Ich kann das nicht reparieren, wenn ich davor stehe. Ja, du gehst mir auf den Sack. Das ist, was du machst. So, Rücken kraulen, ganz schnell. Wir müssen das hier auf 100 bringen. Noch ein Ständchen singen. Warum nicht? Warum nicht? Und dann noch umarmen. Ganz schnell. Vielleicht kommen wir, damit kommen wir nicht auf 100, aber es ist egal. Ist egal. Wir kommen auf jeden Fall in die Richtung. Schön übrigens, dass ihr dann alle in der Pfütze kniet er sich hin. Oh, du bist so wunderschön. So schön, dass meine Hose jetzt nass ist und ich hoffe, dass ich mich nicht eingepinkelt habe, sondern dass das von dem Boden ist. Was? Minus? Minus? Warum denn Minus? Würdest du jetzt bitte auf 100 kommen? Da kommt der Bus. Schnell umarmen. Umarmen sie doch einmal. Ja, ist ja gut. Die werden, ach so, in den Schwitzkasten genommen werden. Das ist eigentlich sehr wichtig, aber das geht mal wieder nicht. Falsches Timing. Falsches Timing. So, jetzt geht's zur Arbeit. Wir könnten, hätten befördert werden können. Nein. Die Laune ist, die Laune ist wieder positiv. Ja! Schnell da rein, bevor sich was verändert. Spring da rein jetzt! Scheiße! Geht doch! Junge, wir sind hier nicht auf... Genau, Planet der Affen war das. Ja, wir sind hier nicht auf dem Planet der Affen. So, und jetzt los! Du auch! Ab zur Arbeit! Werner! Ab zur Arbeit! Werner, mir fliegt dir die Scheiße um die Ohren! Nein, du gehst jetzt nicht Sport machen, bist du bescheuert, Mann. Du gehst jetzt arbeiten! Hast du die letzten 80 Male nicht gemacht? $52, bist du eigentlich bescheuert? Und die chillt sich weg. Oh, nicht schon wieder das Geräusch. Warum kommt das Geräusch überhaupt für mich? Warum höre ich dieses Geräusch? Oh Gott, unsere Laune ist wieder gefallen. Ich hoffe ja mal, dass das reicht. Und dann muss ich nochmal zur Arbeit gehen. Dann ist das Letzte, was wir hier tatsächlich machen müssen, uns einfach nur mit Martha anzufreunden. Dann können wir den Rest der Folge noch benutzen, um unsere Skills, die wir als nächstes brauchen, direkt noch mit nach oben zu bringen. Und dann können wir am Ende der Folge oder am Anfang der nächsten Folge, das ist, glaube ich, besser, ziehen wir dann um. Das finde ich sehr schön. Dann sind wir nämlich endlich aus der Sporthalle raus. Ich meine, irgendwie hat die Sporthalle was. Ja, das kann man wohl sagen. Aber irgendwie auch nicht. Ich finde es übrigens schön, wie Martha nie zur Arbeit geht. Die nimmt ihren, der Chef geht einfach auf die zu und sagt, also Frau Martha, es tut mir ja sehr leid, aber so kann das nicht weitergehen. Sie sind das 80. Mal in Folge nicht zur Arbeit gekommen und Schwitzkasten! Okay, ich feuer sie doch nicht. Gehaltserhöhung. Okay, ja, so läuft das ab. Der arme Chef oder der Glückliche, je nachdem, ob er das mag oder nicht. Du wurdest befördert, du bist jetzt ein Straßenräuber. Sofa, ja! Du hast versehentlich die Limousine deines Chefs geknackt. Ja! Deshalb gibt er dir einen Job, bei dem es nicht nur auf Hirn, sondern auf Muskeln ankommt. Pumpt die Leute um und klau ihnen ihr Geld. Lerne ein paar Fähigkeiten und man nennt dich bald nur noch Mucki. Nächste Beförderung, Bodyguard. Bodyguard, das ist doch mal normal. Einen normalen Beruf für uns. Das kann doch nicht wahr sein. Ja. Ja. Und wir kriegen jetzt auch mal halbwegs anständig Geld. Das ist super. Du hast dein Ziel erreicht. Die Sonardusche. Okay. Okay. Achso, zum Einziehen und Besuchen. Casa Caliente. Nein. Nein, das ist... Was ist das?
Das ist nicht das scheiß Museum, oder? Das Museum ist das Langweiligste, was es hier auf diesem Planeten gibt. Auf dem Planeten der Affen. So, ich gehe jetzt wieder ganz flott duschen. Nee, brauche ich eigentlich gerade nicht, ehrlich gesagt. Das würde nur Zeit kosten. Wir gehen jetzt ganz flott aufs Klo. Dann gehen wir ganz flott an den Computer. Obwohl, wir müssen wahrscheinlich wieder Kreativität kriegen. Ja, dann ändern wir den Plan und malen ein wenig was. Dann kriegen wir auch ein bisschen die Spaßanzeige. Ich muss jetzt hier taktisch vorgehen, ja? Denn die Sims brechen aus. Ist leider nicht wie die Sims 3, dass du da wirklich, sagen wir mal, ein Achtel deines Tages, oder sagen wir mal, zwei Achtel deines Tages geht vielleicht. Was? Wir müssen jetzt schon wieder arbeiten? Willst du mich verarschen? Was für ein scheiß System ist das? So, also du willst gerade von der Arbeit gehen. Die Buslinie. Halt deine Schnauze. Du bist so unfähig, den Lichtschalter zu finden und willst mir hier Tipps geben oder was? Kann doch nicht wahr sein. Das ist, du willst gerade von der Arbeit fahren und dein Chef fängt dich noch so ab und sagt, ja, Nico, ich weiß, du wolltest gerade nach Hause gehen, ne, aber, ich wollte dich befördern. Und zwar arbeitest du jetzt nicht mehr von 8 bis 15 Uhr, sondern du arbeitest ab jetzt von 16 bis 1 Uhr nachts und, du bist jetzt ein Straßenräuber. Herzlichen Glückwunsch. Wir sehen uns, um 16 Uhr, ne? Dann denkst du dir natürlich am nächsten Tag, nein, dann fährt der fucking Bus von der Arbeit einfach zurück, wo du gerade zu Hause bist und holt dich direkt wieder ab. Hättest direkt da bleiben können, aber nein. Okay, eigentlich ja nicht. Wir haben ja so gesehen, hätten wir ja gar keinen festen Arbeitspunkt. Ja? Kann der Idioten Max mal irgendwie das machen? Obwohl, jetzt kann ich auch auf ihn warten, oder? Wenn der dann pennen geht, dann gehen wir auch pennen und spule ich immer vor. Das mag ich hier in den Spielen nicht. Dass du nicht zwang... Ich bräuchte einen Knopf, mit dem ich dreifach vorspulen kann. Das wäre doch voll sinnvoll, selbst wenn ich nicht schlafe. Wenn ich es verkacke und nicht schlafe und mit der Geschwindigkeit nicht klarkomme, dann ist das doch mein Problem. Aber... dass ich nicht dreifach vorspulen kann, wenn ich nicht will. Es müssen alle auf der Arbeit sein oder alle schlafen, die du spielen kannst. Dann funktioniert das. Wunderbar. Wunderbar. Das sind genau die Momente, wo du es nicht haben willst. Guck mal, wie langsam die Zeit vorangeht. Achso, jetzt pennt er sowieso. Ja, jetzt kann ich loslassen. Guck mal, wie schnell das jetzt geht. Ich meine, in die Sims 3 geht es noch schneller. Ich rede die ganze Zeit über die Sims 3, ne? Ja, ja, tötet mich, tötet mich. Sims 3 kommt aber auch nicht als nächstes dran. Ich habe gerade vergessen, was ich als nächstes spielen wollte, ehrlich gesagt. War es erst die Sims 2 oder erst die Sims 2 gestrandet? Also Sims 3 wird noch ein bisschen brauchen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, es war erst die Sims 2 gestrandet, oder? Es wäre total lieb, wenn ich mir das in die Kommentare schreiben würde. Ich habe schon wieder vergessen. Aber ich glaube, mein Plan war, erst da im Urwald zu überleben, bei die Sims 2 gestrandet und dann am Ende, wenn man das geschafft hat, sieht man so eine Frequenz, wo man wieder ins echte Leben reingeht oder sowas, also in die Zivilisation. Und dann hätten wir das so gesehen, so als Story machen können. Maximale Fitness! Ja, bist du schon längst, du brauchst gar nicht mehr trainieren. Dass wir, ja, jetzt bringen den Satz zu Ende. 425, Alter, guck dir das Geld an! Guck mal, wie schnell das zusammengekommen ist. Das ist ja wunderbar, Wunderbärchen ist das. Ja, und dass wir danach die Sims 2 spielen, aber irgendwie, also jetzt in dem Moment, ganz aktuell, hätte ich ehrlich gesagt mehr Lust auf die Sims 2. Irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Aber die Sims 2 gestrandet kommt sowieso auch wieder. Das ist auch eins meiner Favoriten. Aber wir können nochmal auf die Diskussion vom letzten Mal mit eingehen. Ihr habt bis jetzt alle ganz eindeutig gesagt, ihr wollt alle die direkte Steuerung wieder haben. Oh, sie schläft mit. Okay, hallo. Hallo, wir träumen vom Computer. Ja. Irgendwann ist falsch gelaufen. Die träumt auch von Computern. Okay, dann ist anscheinend nichts falsch gelaufen. Sehr gut. Vielleicht haben wir Cybersex. Ha! Sehr gut, Nico. Was? Okay. Entschuldigung. Das heißt, alle von uns wollen die direkte Steuerung wieder haben. Das heißt, die direkte Steuerung scheint ja nicht so scheiße gewesen zu sein. Dann frage man sich allerdings, warum die Sims-Entwickler nicht einfach die direkte Steuerung wieder reinmachen. So, und du reparierst jetzt verdammt nochmal diese verdammte Spülmaschine und hörst auf, immer derjenige zu sein, der kocht. Denn du kannst nicht kochen. Ich glaube, nee, wir können genauso gut kochen. Aber ist egal. Ist egal. Ist völlig egal. Junge, du könntest mal aufräumen. Wir haben noch eine Putzfrau, oder nicht? Ja, wunderbar. Das ist genauso einschlüssig wie, warum die Jungs die direkte Steuerung hier rausgenommen haben. Ich habe echt keine Ahnung. Warum ist die Anzeige gerade so riesig gewesen? Ne? Junge, hör auf zu motzen, schraubt da dran rum. Ey, was macht der denn? Der zieht eine Schraube und meckert. Jetzt hat er gerade zweimal rangezogen. Oh, ein paar Mal. Oh, er hat ein paar Knöpfe gedreht. Oh mein Gott. So bist du doch nie fertig. Du mit deinem... Das hört sich mal an, als würde er schreien. Dachschaden! Ja, das ist, du hast einen Dachschaden, mein Freund.
Ja, Dachschweine haben wir ja. Die Dachschweine. Verhortet, die Dachschweine, super. Junge, komm klar. Alter, das ist halt voll nicht getweakt eigentlich, die Sims-Brechen aus, ne? Das ist so alles möglich, ich brauche einfach echt viel zu lang. Junge, hör auf zu motzen jetzt hier. So, wir sind endlich wieder wach, dann können wir endlich wieder den steuern. So, nein, wir gehen jetzt gerade nicht dahin. Obwohl, würde Schwimmen Spaß bringen? Ich weiß es nicht. Gehen jetzt erstmal aufs Klo. Brauchen wir nicht. Dann gehen wir erstmal duschen. Und dann gehen wir ein bisschen malen. Denn wir brauchen mehr Kreativität. Denn wir müssen jetzt Straßen ausrauben. Ich weiß nicht, wie man Straßen ausraubt, aber hey, alles gut. Hey, ich hab doch gesagt, nicht duschen. Ah, doch duschen. Scheiße. Verdammt. Ich wollte gerade schreien. Nur Spasti, du Fixer. Du Arsch. Aber dabei hat er alles richtig gemacht. So, Max, weißt du, wo du jetzt hingehen darfst? Zur Arbeit. Der will schon wieder nicht. Stopp, Arbeit? Was ist das? Was ist das? Sieh dir nur diese Muckis an. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Junge, Spaß geht zur Arbeit. Danke. Gut, er verfolgt das Zeitungsmädchen. Haben wir hier echt... Ach, wir hatten. Ja, wir hatten. Stimmt, wir konnten... stimmt, da war was. Genau, das hatte auch jemand von euch in die Kommentare geschrieben. Wir hatten beim letzten Mal kein Geld und das Hausmädchen hat uns eine Lampe geklaut. Als Ersatz für das Geld. Martha geht wieder nicht zur Arbeit. Das ist in Ordnung. Dafür kriegst du eine Gehaltserhöhung. Verpasst. Ey, der Busfahrer ist auch so eine Sau. Guck mal, es ist um 10 nach ist er losgefahren. Und eigentlich fährt er genau um 10 los. Der wartet nur, der Arsch. Der wartet, dass du daneben stehst und sagst, oh, ich bin da. Oh, sie sind weggefahren. Mal schneller. Werd jetzt endlich fertig. Also du sollst nicht fertig werden, sondern du sollst mit dem Punkt fertig werden. Oh Gott, wir brauchen schon wieder einen neuen Freund. Ich hab doch gerade erst die Martha gefunden. Kann ich hier irgendwie... Wen haben wir denn noch? Sonst haben wir niemanden. Mimi vielleicht. Mimi haben wir sonst auch immer gehabt. Der Max, der geht mir am Arsch vorbei. Obwohl, der scheint eigentlich ganz freundlich zu sein. Müssen wir mal gucken. Vielleicht freuen wir uns irgendwann auch nochmal mit dem an. Also wir müssen uns jetzt mit irgendjemandem zwangsläufig einfreunden. Da wäre... Mimi ist da draußen. Ach, du hast das Dienstmädchen beim letzten Mal nicht bezahlt. Sie hat sich selber bezahlt, ja? Für so einen Versager wie dich arbeiten wir so schnell nicht mehr wieder. Na und ihr seid die Versager. Ihr habt es nicht mehr geschafft, wirklich aufzuräumen. Wer ist hier der Versager, ha? Ich habe jetzt wieder Geld. Ich bin jetzt wieder flüssig. Den scheiß Laden hier aufgemotzt. Und dafür werde ich angemotzt. Genauso läuft das hier. Ja, ich merke das schon. Wollen wir noch ein bisschen weiter malen? So ganz in Ruhe. Nee, wir brauchen jetzt Sportpunkte, oder? Ein Körperpunkt? Ja, Junge, das ist doch... Das geht doch locker. Locker vom Hocker. Komm, machen wir ein Dreifachsalto. Klar, Alter. Ich war noch nie da drauf. Ich habe gehört, dass bei Dudley heute eine fette Party steigen soll. Super, wunderbar. Schön. Das sieht mich nicht so ganz. Ich sollte die Freundschaft mit den ganzen Leuten noch ein bisschen höher machen. Aber das ist für mich immer so anstrengend. Hier so im Let's Play und alles. Kannst du auch da drinnen bleiben? Du Depp, du solltest hier schwimmen, damit du dein Körperfähigkeitsgedönse hier ein bisschen höher machst. Guck mal, sie schwimmt sogar mit uns. Können wir uns da mit der... Junge, jetzt bleib doch da drin! Bleib da drin, ne? Unterhält man sich, wenn man zusammen im Swimmingpool ist? Ey, ja, du bist so ein Idiot. Ja, dann gehen wir halt hier aufs Laufband. Weil du ein... Ich bin ein Idiot! Da heult er direkt. Sehr gut. Ja, erstmal umziehen, ne? Neben einer Badehose kannst du doch nicht draufgeben. Ist bescheuert. Absolut nicht. Nein, nein. So, jetzt joggt deine paar Sekündchen. Wunderbar. Hat sich das jetzt gelohnt? Sollen wir wieder zur Arbeit? Ja, okay. Das hat sich irgendwie von selbst beantwortet. Eigentlich wollte ich jetzt nicht zur Arbeit gehen, aber alles gut. Schläft der Max denn dann wenigstens? Alter, geht's dem beschissen. Nico, das ist die falsche Busrichtung, verdammt! Schreit er mich an. Was für ein Arsch! Du hast doch keine Ahnung! Du bist ein Idiot! Du bist ein Idiot! So, mein lieber Freund, ne? Du machst jetzt mal einen Launenaufbaukurs für Arme. So, das heißt, wir schicken dich jetzt erstmal zwangsweise aufs Töpfchen, zwangsweise unter die Dusche, denn du stinkst. Lassen dich zwangsweise jemanden anrufen,
Telefon, du hast keine Freunde, die du anrufen kannst, alles klar. Dann gehen wir eben an den Computer und spielen etwas, weil wir sonst nichts anderes machen. Der ist ja immer noch an, der Computer. Ist er noch an? Nee, weil das stand gerade ausschalten. Okay, alles klar. Mach du einfach weiter mit deinem lauen Aufbaukurs und irritiere mich nicht. Die Zensierung ist übrigens sehr klein gehalten. Okay. Na, wenn das nicht was heißen soll. Wenn das nicht was heißen soll. Nein, du gehst jetzt nicht trainieren, du Pfosten. Alter, komm mal auf dein Leben klar gerade. Du kannst... Es ist physikalisch... Doch, du kannst besser werden. Oh, das heißt, Martha wird dir in die Fresse hauen. Deswegen willst du die ganze Zeit trainieren. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Trotzdem sollst du wenigstens auch mit deiner Laune irgendwie klarkommen. Junge, was zur Hölle spielt er denn da? Spielst du Facebook? Spielst du Facebook? Facebook kann man nicht spielen. Tipp. Ich sollte das allerschlechteste Bett für den kaufen. Absichtlich. Nämlich aus dem Grund, weil er da länger schlafen muss. Das wäre für uns ganz gut. Denn wenn wir dann weg sind, der hat es immer noch nicht hingekriegt, ne? Der kriegt sein Leben nicht auf die Kette. Mein Lieber, eigentlich... Ja, sonst mach nochmal Abendessen servieren danach. Und danach gehst du wieder an den Computer und spielst ein wenig. Denn das brauchst du jetzt gerade. Denn ansonsten bist du fast noch suizidgefährdet, so schlecht wie es dir geht. Der ist dauerhaft auf minus 3. Wer zur Hölle ist das? Junge, ist das Daisy Duke oder wie die heißt? Ja, klar. Wer bist du? Ich weiß nicht, wer du bist. Oh, was? Ist das Casa Caliente zufällig? Es hört sich an wie ein Restaurant, aber es könnte sein. Ist das bei den Nudisten? Also die da nackt im Garten rumlaufen und zelten und alles? Oder will ich hin? Das macht bestimmt Spaß da drüben. Also es ist bestimmt spannender als hier, würde ich mal sagen. Also unseren Körperpunkt haben wir ja eigentlich. Unseren Kreativitätspunkt haben wir auch. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch einen Charisma-Punkt. Aber wir haben hier einen Spiegel. Junge, hör auf, bitte auf zu stöhnen, ja? Sonst kann ich das Let's Play hier nicht ruhig zu Ende bringen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich wollte trocken sein. Sonst kann ich das Let's Play nicht trocken zu Ende bringen. Da werde ich ganz, ganz nass in der Hose. Okay. Ich bin so deprimiert, dass ich meinen eigenen Anblick nicht ertragen kann. Ja, dann ist ja alles gut. So, und Max kocht jetzt gerade. Nee, sie kocht gerade. Dann, was musst du denn noch machen? Du musst aufs Klo. Gut, dann geh zwischen... Perfekt, danke. Genau das. Super, wenn du mal immer so tolle Ideen hättest. So, flott aufs Klo. Die hat nur für sich selber was zu essen gemacht, oder? Nee, hat sie gar nicht. Oh, danke dir, Martha. In deinem schicken Bikini. Okay. Teller nehmen. Oder auch zwei Teller nehmen. Natürlich, warum nicht? Du bist jetzt ja noch nicht mal aufs Klo gegangen. Der ist dekomäßig aufs Klo gegangen. Genau so ist das. So kann ich mich jetzt gerade noch ganz schnell mit dir zu Ende anfreunden. Umarmen klappt bei dir immer ganz gut. Ja, und der ganze Rest, der nicht zur Verfügung steht, ist auch immer ganz gut. Reden beim Essen ist so unsinnig für den, ne? Guck, wie wenig das bringt. Bringt das überhaupt was? Oh ja, immer plus ein Punkt, super. So jede Stunde ein Pluspunkt. Ja, gut, dann geh halt pennen. Alter, ist der nur am Motzen hier, der Typ. So, und du kackst dir gleich in die Hosen. Nee, das ist auch alles super. Alles super. Gehen wir nochmal aufs Klo. Ich habe das Gefühl, dass du hier nie fertig wirst. Das heißt, wir gehen auch nochmal duschen. Nein, ich möchte nicht hier... Ach, wir müssen noch die Birnen wechseln. Ja, jetzt geht's ja aber los. Vielleicht sollen wir einfach einen Handwerker anrufen. Ist die Waschmaschine immer noch kaputt? Nee, tatsächlich nicht. Er hat die repariert. Ja, super. Kannst du mal aufräumen hier? So, abspülen. Junge, was verarbeitet hier für eine... Warte, was? Ach so, nee. Das Ding sollst du gar nicht abspülen. Oder ist das schon dreckig? Das sah so aus, als wenn er Fliegen drüber. Sind sie aber nicht. Nein. Nein, abspülen, so. Abspülen, da liegt was auf dem Boden. Ach, das ist noch gut. Und das da auf dem Tisch ist nicht mehr gut. Doch, das ist auch noch gut. Ja, kannst aber eins von beiden eigentlich weglegen. Es sieht aus, als hätte er da so voll so ein ekliges Hühnchen oder sowas auf den Boden gelegt. Ja, also du siehst aus, als hättest du sehr viel Spaß gehabt. Schon, ja. So, genau, jetzt räumen wir den ganzen Schnodder hier weg. Da ist noch mehr Schnodder. Hau weg, die Scheiße. Ja, mach alles einzeln, ist auch gut. Alles klar. Gleich die Spülmaschine wieder kaputt, so oft wie der das macht. Und jetzt brauchst du einen Teller zu essen. Ja, wunderbar. Dann nimm ihn dir. Gönn ihn dir. Steht direkt neben dir. Ich hab Hunger. Ich stehe auf dem Essen. Ja, dann ess doch was. Das war echt bescheuert. In den Schwitzkasten genommen werden. Ja, das machen wir. Ja. Ja.
Das hält sowieso. Das geht wieder kurz vorher weg. Nein, du wäschst jetzt verdammt nochmal nicht deine Pfoten. Das, ich meine, das ist. War so klar! War so klar! Es ist. Ja, ich muss mir noch die Hände waschen, bevor ich in den Schwitzkasten genommen werde. Ja, natürlich. Natürlich. Und du hältst einfach deine Fresse. Ja? Ja, wo ist sie denn jetzt hin? Ist sie geplatzt? Sie ist geplatzt, oder? Nee, da ist sie. Martha. Warum nicht? Probier's. Oh, der erste Kuss. Wie romantisch. Ta ta ra 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 ta ta ra 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 ra. Da steht sie in Sportpants. Oh mein Gott, es hat funktioniert? Was? Hat das wenigstens ordentlich was gebracht? Nee, irgendwie nicht. Aber es war eine schnelle Interaktion, schneller als der ganze Rest. So, nochmal umarmen und nochmal. Das sollte reichen, das ist der Kurs auf 100! Nur 5? Nur 5? Warum kommt bei Sims eigentlich immer so eine bescheuerte Musik? Ich habe das Gefühl, dass die Sims 3 voll auf Sex und Rumknutschen getrimmt ist. Also wirklich, in einem... Was? Was? Okay, ich glaube, wir haben jetzt eine ewige Freundin, denn das hat, glaube ich, gerade eine ganze Menge gebracht. Okay. Danke dir. Ja, genau. Ich wollte sagen, dass die Sims 3, glaube ich, sehr, sehr, sehr krass auf Sex ausgelegt ist. So, wir gehen jetzt doch nochmal duschen. Ich ändere meinen Tagesplan hier gerade nochmal ein bisschen, dann gehen wir schlafen, genau. Weil das weiß ich nicht, weil es halt so ist. Aber dann finde ich es total bescheuert, dass wenn du dann in dem Spiel Sex hast, tatsächlich, würdest du bitte aus der Dusche raus. Der glotzt mich an. Junge. Dass das so super extrem kindisch gemacht ist. Also, weißt du, wenigstens so halbwegs ernst, ne? Aber die liegen dann erstmal zusammen im Bett, gucken sich an, schlüpfen unter die Bettdecke und da sieht das aus, als würde da gerade irgendwie Frankensteins Monster konstruiert werden. Und dann fliegen da Papierherzchen im fucking Schlafzimmer rum, wie bescheuert. Romantische Hafenmusik wird gespielt. Denn genau so läuft das, Kinder, wenn man Sex hat. Ja. Papierherzchen und Hafenmusik. Wenn das nicht passiert, dann passiert auch kein Sex. Ja, siehst du, sie hat mich gerade bestätigt. Sie hat gesagt, du bist ein Vollidiot. Du musst jetzt zur Arbeit, oder? Kollege, würdest du bitte zur Arbeit gehen? Dann spuren wir wenigstens vor. Ich hab keine Freunde. Du verpasst gleich den Bus, du Spacken. Jetzt chillt er sich. Ja, ich wusste, dass er sich zum Bus chillt. Er verpasst das, oder? Du bist ein Idiot, du bist ein Idiot, du bist... Oh mein Gott! Ja, er hat's geschafft! Er ist endlich mal nicht zu Hause. Wunderbar! Das heißt, wir können schlafen. Im Vollspeed. Ja! Das ist ja wunderbar! So, und diesmal werden wir die Nacht über aber aufbleiben und nicht zur Arbeit gehen. Nicht die Nacht über aufbleiben, wir werden nicht zur Arbeit gehen. So meine ich das. So meine ich das. Wir brauchen nämlich jetzt den allerletzten Charisma-Punkt. Und dann sind wir hier fertig, denn wir wollten in der nächsten Folge hier tatsächlich schon ausziehen. Das heißt, einmal vor dem Spiegel eine Rede üben, denn so viel Zeit haben wir noch. Aber es neigt sich auch langsam wieder dem Ende zu. Langsam heißt, in 1,5 Minuten wäre hier eigentlich Schicht im Schacht. Ja, dann wäre hier Schicht im... Nein, nein, dann ist... Nee, Schicht... Nein, nein. Schicht im Nein. Schicht im Nein. Alles klar. Wir brauchten hier Lampen, ne? Hier war was. Also wenn man das Haus hier verbessern will, dann bräuchte man ein paar Lampen. Die Putzfrau hat ja auch beim letzten Mal eine geklaut. Jo. Ich finde das auch immer so schön hier in diesem Spiel, dass du keine Nachttische dahinstellen kannst. Es gibt Nachttische in dem Spiel, aber meines Erachtens, wenn du diese Nachttische dorthin hängst, dann kommen die nicht mehr ans Bett ran. Also es ist schon... ziemlich gewieft. Kann man, glaube ich, so sagen, oder? Würdest du die bitte hier drinnen aufhängen? Da? Ja, irgendwo, genau. Hauptsache, hier kommt ein bisschen Licht in die ganze Sache. Eigentlich wäre für den Raum, wäre diese Stehlampe hier, die da ganz links, genau, die wäre eigentlich ziemlich cool dafür. Also die wäre passend. Nicht die wäre cool, aber die wäre passend. Oh, die macht auch voll viel Licht, wenn die in der Mitte des Raumes steht. Aber dann kommen die ja nicht mehr vorbei. Kann ich vielleicht... Warum denn nicht? Warum kann ich das Ding nie an die Wand stellen? Junge! Nein, doch da nicht. Bis da kann ich es hinstellen. Natürlich, weil es da halt auch so viel Sinn hat. Ey, das ist gerade wieder so unnötig hier, ne? Warum kann ich hier nichts an die Wand stellen? Na gut.
Also dann stelle ich dich vielleicht mal hier hin. Vielleicht machst du dann auch noch ein bisschen Licht. So, wir hier auch noch eine Lampe hinstellen. Hier wurde ja eine geklaut. Ich glaube, die macht echt eine ganze Menge Licht. Klatsch mal die mal hier hin. Ne, wunderbar. Die Küche sieht so eklig aus, ne? Das ist so krass. Einfach so ein kleines Scheißding. Ich weiß ja auch nicht. Ich weiß ja auch nicht. Wir kriegen das Geld, glaube ich, wieder, was wir jetzt gleich investieren haben. Oder was wir investiert haben hier, oder? Dann, der Bus für den Grafen kommt etwa in einer Stunde. Eigentlich bräuchten die ja hier ein neues Laufband. Irgendwie sieht das halt nicht aus wie ein... Oh, wir haben noch gar keine Mitglieder hierfür gekriegt. Ja, egal. Machen wir später irgendwann. Wenn wir ganz viele Freunde haben, dann geht diese Aufgabe auch von der Hand. Locker von den Händen. Obwohl wir eigentlich müssten wir 4 Freunde haben, oder? Nee, wir haben nur 3. Das heißt, es würde nicht ganz aufgehen, der Plan. So, du stellst jetzt dein Charisma nach oben. Warum? Ja, du, wunderbar. Was? Alter, was für ein Boost. Junge, wunderbar. Und du gehst natürlich wieder arbeiten ohne... Alter, der ist gut gelaunt, der Junge. Der ist richtig gut gelaunt. Der geht einfach so zur Arbeit. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Meine werten Freunde, ich werde die Zeit jetzt noch überbrücken müssen. Oder zumindest, ich werde danach erst speichern. Das ist die falsche Buslinie. Denn ich habe so viel Ahnung von Jobs, dass ich einen Bus fahre und es noch nicht einmal hinkriege, den Lichtschalter zu betätigen, geschweige denn Scheiben in meinen Bus zu installieren, wo überhaupt Licht durchkommen kann. Deswegen fahre ich die moderne, bewegliche Bushölle durch die Gegend und gebe anderen Leuten Jobvorschläge, weil ich so super, super, super smart bin und ich halt die Schnauze! So, also, ich hoffe, es hat euch gefallen, meine lieben Freunde. Und ich hoffe, ihr freut euch auf... Sprachfehler. Und ich hoffe, ihr freut euch auf Casa Caliente und seine Ente. Jupp. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, wenn es euch gefallen hat. Lasst eine positive Bewertung da. Denkt zumindest darüber nach. Und wenn nicht, dann nicht. Bis dann, haut rein und ciao. Das war ein bisschen zu viele. Melvin, die kommen hier rein. Oh, ich war so doof. Ich hab so verschlossene Türen, ne? Aber ich hab vercheckt, das zu drücken. Und dann hab ich mal wieder normale Türen aufgestellt. Melvin! Was? Die kommen hier rein.